Ticket gekauft und Abflug nach New York. Das macht Prinzessin Madeleine von Schweden vor genau 11 Jahren ohne große Ankündigung. Der Grund? Die damals 27-Jährige will vor Fotografen und Journalisten flüchten. Doch warum eigentlich? Kurze Zeit vor ihrem Abflug veröffentlicht das schwedische Königshaus dieses offizielle Statement. Nach reiflicher Überlegung haben Prinzessin Madeleine und Jonas Bergström gemeinsam beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Ab diesem Zeitpunkt ist also offiziell, dass die Verlobung zwischen der Prinzessin und dem Rechtsanwalt nach nur 8 Monaten aufgelöst wurde. Gerüchten zufolge soll Jonas Bergström damals einen Seitensprung mit einer norwegischen Handballerin gehabt haben. Für Madeleine ein Schlag ins Gesicht, denn sie blickt auf 8 gemeinsame Jahre mit Jonas zurück, von denen sie nach dem Antrag auf Capri auch 8 Monate verlobt gewesen sind. 11 Jahre später sieht die Welt ganz anders aus und Madeleine könnte nicht glücklicher sein. In dem Geschäftsmann Chris O'Neill findet sie den Mann fürs Leben. Gemeinsam wohnen sie in Florida und haben 3 gemeinsame Kinder, Adrienne, Leonore und Nicolas. Auch Ex-Jonas Bergström ist wieder vergeben. Die Wahl seiner neuen Herzensdame ist jedoch ein weiterer Schock für Madeleine gewesen, denn ihr Ex-Verlobter datet plötzlich Madeleines beste Freundin Stephanie af Klerker. Ausgerechnet ist sie es, die die Prinzessin nach dem Aus mit Jonas tröstet. Heute ist sie selbst die Frau an der Seite des 42-Jährigen und gibt ihm nur 2 Monate nach der Hochzeit von Madeleine und Chris das Ja-Wort. Mittlerweile haben sie 3 gemeinsame Kinder, die 7-jährige Katinka, den 2-jährigen Sebastian und Nesthäkchen Wilhelm, das 2020 das Licht der Welt erblickt. Scheint, als hätten die einstigen Ex-Partner heute ihre wahre Liebe fürs Leben gefunden.